So Leute, was geht ab? Hier ist MaschiMaschiGames.tv und wir spielen mal weiter The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine und wir zocken weiter die Märchen-Edition des lieben Geralts und wir müssen wieder gegen Kobolde kämpfen. Was passiert, wenn ich das... Gar nicht. Den juckt das so gut wie gar nicht. Oh. Aber ziemlich... What the fuck? Ist das hier der Turm von Rapunzel? So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Warte. Weißt du noch, was Jost zur dritten Bohne gesagt hat? Hier hat ein glatzköpfiger Bauersknecht irgendwo tief in der Erde... Ja, das muss es sein. Geh hier. Ja, aber erstmal gehen wir zu drei kleinen Schweinchen. Verdammt. Oh, wie klein ist das denn? Wie süß. What the fuck? Hahaha. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, Alter? Ich schneide dich in Scheiben. Aber was ist denn hier? Alter. Wie cool ist das denn? Was ist denn hier los? Noch ein Kobold. Psch. Richtig groß. Oh, guck mal, da ist ein Turm. Lass mal gucken. Nur ein Bauer. Wollt ihr mich verarschen? Da kann die ein bisschen mehr Menschen machen. Verschlossen. Und dieser Turm. Wie cool. Auch nicht schlecht. Na gut. Hm? Die geht auch da rein. Oh, die Häuser der drei kleinen Schweinchen. Du kennst die Geschichte, oder? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sieht aus, als hätte der böse Wolf die ersten beiden Hütten schon weggepustet. Es ist nur noch das Steinhaus. Wir sollten reinschauen. Weißt du noch, was Jos gesagt hat? Mhm. Eine Bohne liegt im Freien und wird von dreimal niemandem bewacht. Könnte hinkommen. Hm. Dann lass uns mal reinschauen, ob das wirklich stimmt. Ich soll es tatsächlich... Oh Mann. Das ist aber ärgerlich. Oh! Eieiei. Autsch. Das hat mir nicht gefallen. Alter. Der Kaiser geht einfach dahin. Oh Mann, was ist denn das hier? Na komm schon, Schwäche. Alter, wie stark sind die denn? Wow! Damn, die sind richtig stark. Na komm schon, komm schon. Stehe. Eieiei. Boah, Alter, diese Dinger sind so sch... Eieiei. Hässlich und fett. Na komm. Boah. Gut erwischt. Oder nicht? Wow. Richtig gut erwischt. Ich schneide dich in
Also Feuer ist richtig gut. Gegen die Dinger. Also gegen die drei Schweinchen. Weil sonst werden wir nie fertig. Wenn das so weitergeht. Guck mal, 4000. Hoi, hoi, hoi. Nicht getroffen. Wer ist denn das? Ah, Mist. Mann, schon wieder nicht. Gut, endlich mal. Also nächstes down. Oh Mann, die arme Schweinchen. Mist. Du Sauhund. Nix da. Zauberstab. Okay. Kann immer nützlich werden, obwohl wenn wir fertig mit der Kampagne sind. Okay, Art. Ja. Aufnehmen. Ach, guck mal, blaue Bohnen ist dabei. Der große böse Hexer hustete und hustete. Und schau, eine Bohne. Das gibt's doch nicht. Was gibt es nicht? Du hast tatsächlich Humor. Oh. Etwas kümmerlich, aber doch vorhanden. Du steckst ja voller Überraschungen. Was verbirgst du noch so hinter deiner rauen Fassade? Ich singe nicht schlecht. Ich kann eine kernige Version von Die Jungfern von Vicovaro. Vielleicht lieber ein andermal. Aber was quatschen wir hier? Es gibt Arbeit. Wir müssen weiter. Na, was kann denn da passieren? Gut, eine Bohne haben wir schon. Und? Gefällt es dir hier? Nein, ich mag Magie nicht. Illusionen, Portale, all das. Ich traue solchen Sachen nicht. Ein Mann der alten Schule, was? Gefällt mir. Immer diese Komplimente. So, lass mal erstmal zu Rapunzel gehen. Wir wollen doch das nicht am Ende machen. Wir machen alles hintereinander. Weil wir schon hier sind, dann immer an ihrem Zopf hochgestiegen. Aber den sehe ich nirgends. Wir finden einen anderen Weg. Sagst du nicht, dass wir unter Wasser gehen sollen? Hier könnte ich mich raufziehen. Dann muss ich springen. Wenn du meinst. Ich warte hier unten, wenn es dir recht ist. Bin nicht gerade ein Kletterkünstler. Oh yeah. Ein toter Prinz. Hat versucht, Rapunzel zu befreien, ist abgestürzt und hat sich den Hals gebrochen. Puh, was für ein Happy End. Oh Mann, Alter. Ach, das sieht ja schön aus. Moment. Sind wir nicht in Toussaint? Oh Mann, nur wenn ich da hingehen könnte. Oh, das wäre so geil. Ich liebe sowas. Aber naja, egal. Moment. Erstmal das nehmen, damit wir volles Leben haben und wir können kurz mal den Ausblick genießen. Oh, ist das schön. Ah, genau. Durch. Alles klar. Werden wir wahrscheinlich noch gut gebrauchen. Okay. Jetzt ganz vorsichtig. Damn. Das sieht auch richtig geil aus. Oh, shit. Falsche Taste. Ganz ruhig, Brauner, ganz ruhig.
Was jetzt? Soll ich jetzt hier rein? Wow. Gut. Oh, mal wieder springen. Oh. Okay. Ganz ruhig. Sind schon da. Ach, hier, guck mal. Oh, noch höher. Und sind wir schon da? Oh, shit. Ich hab dich bisschen hübscher vorgestellt. Oh Mann. Das wäre zu schön, den Rapunzel. Anders. Oh shit. Oh yeah! Ich fühle mich wie bei Batman. Mist. So stark ist sie nicht. Wow. What the fuck? Ah, komm schon. Mach sie platt. Aber warum ist... Ach so, setz ich... Sie hat sich an ihrem Haar erhängt. Wow. Krasser Shit, ey. Hm. Was haben wir denn hier? Hm. Ist das traurig, Alter. Ist das traurig. Hier ist die gelbe Bohne. Hätte mich geärgert, wenn die Ketterei umsonst gewesen wäre. Zaubernahrung. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Kann man hier irgendwie springen? Das wäre so nice. Aber ich will ja nichts riskieren, Alter. Na gut, okay, Leute. Dann gehe ich jetzt nach unten. Ganz ruhig, langsam, langsam. Oh. Nicht, dass uns gleich was passiert, ey. Das wäre echt scheiße. So, hier. Okay. Gut. Ich habe immer richtig Angst, wenn ich irgendwo in der Witcher klettere, weil das ist echt ein bisschen unsicher, dieses Ding. So, und da ist sie. Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel, offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage, alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlaff war ein Werkzeug und sonst nichts. Oha. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen? Nein. Am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlaff rein.
sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Und dann? Wir haben geredet. Und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden. Ja, es gab sehr clever. Wahl. Lass uns Freunde bleiben, oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hast eine Vergangenheit mit Detlef, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wer er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Yep. Okay, aber das, was weiter passiert, sehen wir in der nächsten Folge von The Witcher 3. Wild Hunt, Blood and Wine. Mach's gut. Haut rein. Booyah.